alles in Ordnung. Hallo, ich bin Lena. Lass uns doch gucken, was George spielt. Hallo, George. Hallo, Lena. Ich spiele nicht. Ich räume auf, weil ich nach Hause gehen will. Das hast du aber gut gemacht, George. Aber guck mal, wie dreckig das Spielzeug ist. Deswegen müssen wir das Spielzeug erstmal waschen, bevor wir es nach Hause tragen können. Du hast ja recht, Lena. Hilfst du mir, mein Spielzeug zu waschen? Aber natürlich helfe ich dir, George. Kommst du auch mit? Komm. Okay. Oh, ich habe ja meinen Kran vergessen. Komm mit, Kran. Du musst auch gewaschen werden. So, und hier waschen wir jetzt unser Spielzeug. Komm, Lena, wir waschen jetzt schnell mein Spielzeug. Guck mal, George, hier haben wir ganz viele verschiedene Lappen und Bürsten. Such dir etwas aus. Ich glaube, ich will mein Spielzeug hier mitwaschen. Hier, George. So, und jetzt können wir endlich das Spielzeug waschen. Guck mal, und jetzt ist unser Schraubenschlüssel blitzeblank. Den Schraubenschlüssel tun wir auch in die Box. Aber warte mal, die ist ja auch dreckig. Das heißt, wir müssen die auch waschen. Jetzt trocknen wir die Box noch ab. Und dann kommt unser sauberer Schraubenschlüssel in die saubere Box. Und womit soll ich das Spielzeug gießen? Und für dich, George, habe ich eine Gießkanne. Da kommt jetzt Wasser rein. Und dann kannst du auch gleich dein Spielzeug waschen. Juhu, Lena, guck mal, ich wasche mein Auto. So, jetzt trockne ich mein Auto noch ab und dann ist es sauber. Die Schaufel müssen wir natürlich auch noch waschen. Und das Gleiche machen wir jetzt mit unserer Hake. Und ich wasche meinen Lieblingskran. Und das Abtrocknen dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Und ich wasche jetzt den Eimer. So, fertig, sauber. Yeah! Und in dem Eimer waschen wir jetzt unsere Bälle. Guck mal, ich wasche meinen Bagger. Und natürlich trockne ich ihn auch ab. Und jetzt ist alles sauber. Das haben wir doch gut gemacht, oder? Kommst du mit ins Haus, alles einräumen? Mein Kran dürfen wir auch nicht vergessen. Weißt du, wo unser Schraubenschlüssel hinkommt? Ah, Lena, guck, hier kommt er hin. Stimmt, George, du hast recht. Er kommt hier rein. Und wo kommt unser kleiner Bagger hin? Komm mit! Okay. Guck mal, unser Bagger wohnt im Flugzeug. Da hast du natürlich recht. Jetzt kommt der Bagger zu den anderen Autos. So, und jetzt machen wir das Flugzeug noch zu. Komm, wir legen das restliche Spielzeug auch noch auf seinen Platz. Und das Auto kommt auf das Regal zu den anderen Autos. Und unser Lastenkran kommt dann hier hin, neben unserem Lastwagen. Und weißt du auch, wo unsere Bälle hinkommen? Natürlich in den Pool mit den Bällen. Da hast du natürlich recht, der Ball kommt zu den anderen Bällen. Wow, so viele bunte Bälle! Aber warte, wir sind ja noch nicht fertig, wir müssen zu Ende aufräumen. Wir müssen ja noch unser Strandspielzeug wegräumen. Komm mit, ich zeige
Seid ihr, wo es hinkommt? Hier kommt das Spielzeug aus dem Sandkasten rein. So, unsere Schaufel kommt hier rein. Und unsere Hake kommt auch hier rein. Und der Eimer kommt hier rein. Guck mal, Lena, die Box ist ja schon leer. Jetzt, da die Box leer ist, heißt das, dass wir endlich alles aufgeräumt haben. Wenn dir es genauso viel Spaß macht, Ordnung zu schaffen wie mir, dann schalt doch beim nächsten Video wieder ein. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Alles in Ordnung. Hallo, ich bin Lena. George, warte, das darfst du doch nicht machen. Hallo Lena, aber warum denn? Ich will doch mit meinem Spielzeug schwimmen gehen. Aber George, nicht jedes Spielzeug darf ins Wasser. Hier haben wir eine aufblasbare Schildkröte. Und die Schildkröte kann natürlich auch schwimmen. Guck mal, George, wie sie schwimmt. Ihr macht es richtig viel Spaß. Juhu, ich will auch. Komm, lass uns gucken, was noch in der Box ist. Oh, das ist ja auch eine Schildkröte. Aber diese Schildkröte kann bestimmt nicht schwimmen. Das ist ein Kuscheltier. Natürlich darf das nicht nass werden. Die Schildkröte legen wir jetzt hier hin. Dann kann sie auf dem Rasen spielen. Aber Lena, guck doch, sie ist ganz alleine. Sie will bestimmt mit der anderen Schildkröte schwimmen gehen. Aber das ist doch kein Problem, George. Wir finden bestimmt eine Beschäftigung für die Schildkröte. Guck mal. Sie kann jetzt Auto fahren und hat dabei ganz viel Spaß. Juhu, komm mit, Schildkröte. Ich zieh dich. Juhu. Lena, guck mal, wie schnell wir sind. Lass uns doch mal gucken, was noch für Spielzeug hier drin ist. Guck mal, ein Auto. Glaubst du, dass das Auto schwimmen kann? Ein Auto? Natürlich kann das nicht schwimmen. Aber nein, George, guck mal, das ist ein Gummispielzeug. Natürlich kann das schwimmen. Lass es doch mal ausprobieren. Komm, wir gucken, ob das Auto auch schwimmen kann. Das macht bestimmt Spaß. Ich will auch. Aber George, du wirst doch nass. Lass mal in der Box gucken. Vielleicht haben wir da ja was, damit auch du schwimmen gehen kannst. Lena, guck mal, wie ich rutsche. Aber nein, George, warte. Du wirst doch nass. Lass mal in der Box mal gucken. Vielleicht finden wir ja was, damit du schwimmen gehen kannst. Guck mal, was ich gefunden habe. Was ist das? Was ist das denn? Guck mal, das ist ein Schwimmreifen. Yeah. Und hier können wir George draufsetzen. Dann kannst du nämlich schwimmen gehen, ohne nass zu werden. Juhu! Lena, guck mal, ich schwimme! Ich schwimme! Wow, guck mal, wie viel Spaß George beim Schwimmen hat. Juhu! Yay! Ja! Das macht aber Spaß. Guck mal, ich werde gar nicht nass. Guck mal, wie viel Spaß George hat. Ui, juhu! Yay! Guck mal, was wir hier noch haben. Ein Regenschirm. So, jetzt ist die Box auch schon leer. Aber Lena, wofür brauche ich denn einen Regenschirm? Das wirst du gleich sehen. Siehst du diese Palme? Das ist nicht einfach nur eine Palme. Das ist ein Springbrunnen. Dafür schließen wir jetzt den Wasserschlauch an. Und jetzt machen wir das Wasser an. Guck mal, Lena, ich werde nicht nass. Guck mal, es regnet. Und jetzt können wir George auch mit dem Wasser begießen. Guck mal, das macht aber Spaß. Juhu, ich schwimme. Guck mal, ich schwimme. Komm mit, George. Es ist an der Zeit, unsere Sachen zu packen. Und hier tun wir jetzt unser ganzes Wasserspielzeug rein.
Und hier haben wir einen Muschelaufkleber. Dann wissen wir immer, dass das unsere Sachen zum Schwimmen sind. Und wo soll denn unsere Schildkröte wohnen? Unsere Schildkröte kommt in eine extra Tasche. Das ist ganz gemütlich drinne. Wie toll, wie viel Platz sie da drinnen hat. Da hast du natürlich recht, George. Und wenn du auch so gern schwimmen gehst wie wir, dann schalt doch auch bei unserem nächsten Video ein. Tschüss, bis zum nächsten Mal.